Das können wir uns dann immer noch überlegen, wenn wir... Gucken wir mal kurz. Belastung auf 25 hochgepustet haben. Irgendwann mal. Können wir uns das immer noch überlegen. So, bevor ich jetzt wieder nach Dragonlick zurückkehre, also ins Schloss, nach Dragonlick, machen wir schnell das mit dem Eid. Eid widerrufen. So. Verlassen. Sie sagt hier immer noch nichts Neues, oder? Nein. Sie ändert nämlich ab einem gewissen Punkt auch ihren Text. Darauf möchte ich Acht geben. Oh, ach ja. Der Super-Spoiler ist jetzt in Kraft getreten. Wir sehen nämlich jetzt, warum auch immer, ich weiß nicht, ab welchem Punkt es auftaucht, wahrscheinlich ab dem Punkt, wo wir alle Seelen haben, werden uns alle Gebiete vorgeblendet, die es noch gibt. Also Add-on-Gebiete, das sind, glaube ich, ja, das sind die 5, 6, 7 hier unten sind Add-on-Gebiete, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber das, was hier noch alles ist, sind Gebiete des Hauptspiels. Also man sieht, wir haben nicht mehr so viel Hauptspiel. Wir haben aber noch ein Stück vor uns. So, jetzt erstmal ins Erntetal, zu den Minen. Unseren Sonnenritter-Eid wieder annehmen. So, hier sind ein Haufen Kristallechsen, die ich leben lasse. Oh, mir fällt gerade was so auf. Ich habe noch gar nicht meine Ringe wieder angezogen. Ah, das könnte jetzt auch erklären, warum die Rüstung so schwer wiegt. Chlorantie und silberner Schlangenring. Und dadurch sind auch uns auch Seelen beim Bossfight verloren gegangen und alles. Ah, das war nicht so schlau. Aber egal. So, jetzt ist unsere Belastung wieder auf 61 runter. Ist nicht viel von 65 aus eigentlich. Aber jetzt dürften wir auf jeden Fall schon wieder mehr einstecken können. So. Eid leisten. Passt auch, dass auf unserem Schild eine Sonne ist. Gut. Sonnenhüter-Eid ist geleistet. Da gucken wir uns jetzt noch mal kurz die Belastung der Rüstung an. Ah doch, hier bin ich richtig. Wow, das war knapp. Dazu reise ich kurz noch mal Jula zurück. Auch wenn ich es hier jetzt schnell machen konnte, aber hier ist es mir zu ungemütlich. Helm? Achso, ups, das war die falsche Seite. Helm, Rüstung, Stulpen und Gamaschen. So. Wir sind jetzt bei 61. Dann sind wir schon bei 70. 76. Und ja, über 75 machen wir die langsame Rolle. Was ebenso das Problem ist. Das Hauptproblem daran, dass wir so langsam sind. Natürlich geht auch unsere Ausdauerregeneration und das ganze Zeug runter.
Ja, vielleicht doch etwas später. So, jetzt zurück zu Schloss Strangleic, nämlich ins mittlere Schloss. Wo wir gerade vorhin Bernhard auf Hugo getroffen haben. So. Da kamen wir her, da war der Bossfight. Wir können hier unten lang, aber es gibt hier auch noch einen zweiten Weg hier oben lang. Leuchtfeuer voraus. Ja, das ist, wenn man aus der anderen Richtung kommt. Hier ist nämlich ein verschlossener Weg. Ja, und ein ganzer neuer Flügel für uns. Das heißt, wir können nur hier unten lang, weil da kamen wir her, da war der Boss. So, darunter geht's in den Tod. Der Hebel funktioniert nicht. Und diese Türe ist verschlossen. Also bleibt uns nur diese Leiter hier. So, das ist eine lange Leiter nach oben. Dum, 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 dum. Hurra für Dickwanst. Versucht Verschnaufpause, ja. Und es sind überall wieder Spiegel. So, jetzt geht's erstmal hier runter. Jetzt weiß ich gar nicht, wer alles lebendig ist. Du bist nicht lebendig. Du auch nicht. Du nicht. Du nicht. Wow. Ja, die... Die sollten eigentlich erst viel später kommen. Jedenfalls im Original Dark Souls 2. Hier ist aber einer direkt aus der Wand gekommen. Ha. Feind wird benötigt. Ja, das ist klar. Aber die rühren sich alle nicht. Ah ja, genau, die beiden hier. Davon brauche ich davon einen. Und es sind mal wieder Männchen, die sich wohl hierher verlaufen haben. Wow. Ja, die bösen Männchen. Gut, das war jetzt der ganze Zauber an der Sache. Und ich habe wieder auf die vergessen, dass ich eine Heilung habe. Der Golem aktiviert den Schalter und der Schalter macht den Lift, bringt den Lift runter. Genau. Im Original Dark Souls 2 war es so, dass die Steinstatuen da lebendig waren und man die benutzt hat. Vorsicht vor Pferd, ja, allerdings. So, jetzt erstmal kurz gucken, ob hier nicht noch irgendwo sich einer von denen versteckt hat. Wobei ich nicht ganz kapiert habe, wo die drauf gestanden sind, aber egal. So, wir öffnen hier eine Glocke und ein Zauber. Und hier ist Hammer des alten Ritters. Ja, der Hammer des alten Ritters, das ist dieser große Gong-Morgenstern von den bösen Rittern aus dem Heideturm. Ein Großhammer von unbekanntem Alter, benutzt von einem Ritter aus einer so lang vergangenen Zeit, dass von seinen Taten nichts mehr bekannt ist. Er ist von extrem niedriger Dauerhaftigkeit. Mitunter kann etwas kurz bevor es auseinanderbricht noch einen letzten riesigen Kraftschub freisetzen.
Ja, und wir haben die Kaita-Glocke. Heilige vor der Tränenkönigin Kaita gesegnete Glocke. Ein Beschleuniger für Hexereien. Kann nicht zum Wirken von Wundern verwendet werden. Kaita, die Tränengöttin, ist als mitleidvolles Wesen bekannt, das uns in tragischen Zeiten beisteht. Manche sind aber überzeugt, dass sie eine Dämonin ist, die uns ins Unglück führt. Ja. Versucht Gift und Zufluchtsort. Hier ist nämlich Mies. Seht ihr ihn? Ein Henkerswagen fährt. Einfach so hier. Und ja, es steht da, wir sollen Gift versuchen und dann Zufluchtsort. Das können wir ja mal testen. Ich habe nämlich noch Giftdolche. So, tickt's runter? Ja, es tickt. So, und er nimmt etwas Schaden. Ja, es funktioniert eigentlich ganz gut, ihn so tot zu leben. Ja, die Dunkelheit ist nicht ganz so schön. So. Komm. So, haben wir ihn vergiftet? Nein, jetzt haben wir ihn vergiftet. Beim Gegensatz zu seinem Bruder hält der verdammt viel aus. Wie man sehen kann. Wow. Gut. Er ist weg und wir leben noch. Und er droppt Govers Schutzring. Also mal wieder einen neuen Ring für uns. Gucken wir uns den mal kurz an. Der war hier. Das ist übrigens ein Ring, den es in Original Dark Souls 2 nur im New Game Plus gibt. Der Ring gehörte dem Assassinen Gover, der ein halbes Dutzend Könige und mehrere hohe Geistliche gemeuchelt hat. Er verringert von hinten erlittenen Schaden. Das Leben von Assassinen steht auf dem Spiel und die größte Gefahr ist ein ungeschützter Rücken. Also ja, er wollte nicht selber Opfer von Assassinen werden, deswegen hatte er diesen Schutzring. Der ist eigentlich ganz lustig. Ich weiß nicht, sieht man es gleich, wenn man ihn aufsetzt? Genau, dann kriegt man nämlich einen kleinen Kumpel auf den Rücken. Gesetzt, der die Schaden von hinten abfängt. Und ja, wo wir es gerade vorhin von alten Rittern mit großen Keulen hatten. Die haben sich wohl auch nach Schloss Wendrick verlaufen. Oh, man sieht, sie halten aus. Weil wir auch einfach für diesen Fall den falschen Speer haben. So. Genau, das macht nämlich ein bisschen mehr Schaden. Das ist nicht so gut. Also ja, der Speer hätte noch mehr Potenzial, wenn wir ihn ordentlich abgegradet hätten. Das habe ich allerdings jetzt nicht gemacht. So. Du bist weg.